Hallo Tennisfreunde, ich bin's, euer Patrick, und ich habe mich heute mit dem Team von Multiball in München getroffen, um etwas Wichtiges zu besprechen. Es geht nämlich um die Zukunft des Tennis, und die Frage, die mich und uns bewegt, ist: Was können wir tun, um Kinder und Jugendliche wieder mehr für den Tennissport zu begeistern? Wie können wir Kids und Jugendliche verstärkt auf die Tennisplätze bringen und vor allem auch in die Tennisschulen? Kennengelernt habe ich das Team von Multiball im vergangenen Jahr im Rahmen unseres ADP-Turniers in München. Und nach Spielende wollte ich nach Hause fahren. Meine Kinder kamen aber zu mir und haben gesagt: Nee, Papa, wir fahren noch nicht nach Hause. Wir wollen nämlich noch an der Wand spielen. Und ich dachte mir: Wand? Und dann erzählten mir meine Kinder von diversen Spielen wie Monsterjagen oder auch von lachenden Fischen. Und wir sind dann zurück an diese, in Anführungszeichen, Wand. Wollten dann dort spielen. Es waren aber viele Menschen noch dort, viele andere Kinder wollten auch dort spielen. Und somit muss man ein bisschen warten. Aber der Spaß war natürlich groß und wie gesagt, das war mein erster Kontakt. Nach einigen Minuten hatte ich selbst dann auch mal die Chance zu spielen und muss sagen, dass mich relativ schnell der Ehrgeiz auch gepackt hat. Und ich habe auch gelernt, welche Fähigkeiten man mit Multiball trainieren kann, nämlich Präzision, Schnelligkeit, Reaktionsschnelligkeit vor allen Dingen. Und nach ein paar Minuten hat es für mich dann auch gereicht, weil die Kinder schon wieder gedrängelt haben. Die wollten dann auch noch mal ran. Mich hat diese Erfahrung nicht mehr losgelassen. Und zurück zur Frage: Was können wir tun, um Kinder wieder mehr auf die Tennisplätze zu bringen und vor allem auch in die Tennisschulen? Wir leben heute im digitalen Zeitalter und ich denke, wir alle sehen immer wieder und vermehrt Kinder, die viel Zeit am Handy verbringen, mit digitalen Spielen beschäftigt sind. Und ebenso ist für uns alle Sport sehr, sehr wichtig, Bewegung sehr, sehr wichtig. Für mich, für jemanden, der aus dem Tennissport kommt, ist natürlich Tennis der Nummer 1 Sport. Und ich dachte mir dann, okay, mit Multiball hat man hier eine Möglichkeit, eine Verbindung zu schaffen von der digitalen Welt quasi in die Bewegung zum Sport, zum Tennis. Und die Fähigkeiten und die Möglichkeiten, die Multiball eigentlich mit sich bringt, sind perfekt dafür geeignet, um beides zu kombinieren, um quasi digitale Spiele zu spielen, aber mit Sport, mit Bewegung. Und das Tennisspielen an der Multiball ist optimal, weil man eben nicht nur Spaß dabei hat, sondern sich auch bewegt. Und ich habe in den letzten Wochen immer wieder auch gesehen und wahrgenommen, dass Kinder, wenn sie einmal Kontakt hatten, dann auch gerne viel Zeit dort verbringen und richtig Spaß haben, dort zu spielen. In meiner Jugend oder als ich angefangen habe mit Tennis, habe ich viele Stunden an der Ballwand verbracht, an einer Betonwand damals. Heute leben wir im anderen Zeitalter und da ist die Wand natürlich eine interaktive Wand. Und der große Vorteil für die Kids und Jugendliche ist der, dass einfach viel passiert an dieser Wand. Es gibt Feedback. Man kann zum Beispiel dort auf klare Ziele spielen. Man kann zum Beispiel auch durch den Treffpunkt des Balles Bilder malen. Es hat also auch einen kreativen Ansatz. Und das ist das, was eigentlich auch die Brücke schafft von diesem Tennissport zu dieser digitalen oder interaktiven Wand sozusagen. Und deswegen die Begeisterung so groß ist dafür. Und was ganz wichtig ist: Kinder und Jugendliche können nicht nur Tennis lernen dort, sondern können auch sukzessive ihre Skills, ihre Fähigkeiten verbessern, können zum Beispiel dann auch auf Ziele spielen, können wirklich auch intensiveres Training dort mit ihrem Trainer zum Beispiel auch absolvieren. Insofern wird dort eine Brücke gebaut, wie gesagt, von der digitalen Welt in die Bewegung, in den Tennissport, und das macht es so besonders und einzigartig. Ich bin absolut begeistert und sehe hier eine Riesenchance für den Tennissport, vor allem für Kinder und Jugendliche, die man dadurch zum Tennissport bringen und für den Tennissport gewinnen kann. Und von daher habe ich mich auch entschlossen, mit dem Team von Multiball zusammenzuarbeiten und unsere gemeinsame und auch meine Vision voranzutreiben und diese in die Welt zu transportieren.